Soweit ist es 2020 gekommen, dass wir jetzt jährlich Alarm, Katastrophenalarm-Szenarien einspielen, Sirenen überprüfen. Mein Vater, der ist 1940 geboren, der zuckt immer zusammen, wenn Sirenen heulen, weil er kennt das noch, wenn sie in die Bunker mussten mit der Mutter. Das hat er immer noch als Trauma. Und wir, statt vernünftig mit Corona umzugehen und eine offene öffentliche Debatte zu führen, testen lieber die Sirenen, um damit den Menschen noch mehr Angst zu machen. Sirenen rufen Angst hervor. Das ist einfach logisch, weil es auch immer ein Wachrütteln und ein Achtung und ein Hilfe, Hilfe, da ist irgendwas passiert ist. Also hier wird mit der Angst weitergearbeitet. Deutschlandweit, heute haben fast alle Menschen in diesem Land diese Sirenen gehört. Mehrmals. Ist jetzt schon das zweite Mal hier. Wo sind wir hingelangt, statt eine öffentliche Debatte mit allen Experten zu führen, die seit einem halben Jahr vermisst wird? Die öffentlich-rechtlichen Medien berichten einseitig, sind Hofberichterstatter, keinerlei Nachfragen, keinerlei ernsthafte Kritik, keinerlei Debatte mit anderen Meinungen. Im Gegenteil, Polizeieinsätze gegen Demonstranten, Diffamierungen finden statt von Andersdenkenden. Ich fühle mich erinnert an die DDR-Zeit, wo man nur hinter vorgehaltener Hand eine kritische Meinung einnehmen durfte und die Stasi hat mitgehört. Heute sitzt ja der Verfassungsschutz in jedem Handy, in jedem Smartphone. Wir werden komplett kontrolliert, überwacht, die sozialen Medien eingeschränkt. Frau Kahane, ehemals Stasi, durchwühlt mit ihrer Bluthundkolonne, Facebook und alle sozialen Medien, angebliche Faktenchecker verbieten Posts. Wir kommen meiner Meinung nach und leben schon in einer Art Corona-Faschismus. Es ist furchtbar, Leute werden entlassen, suspendiert aus Staatsdiensten, Lehrer, Polizisten, Ärzte werden quasi diffamiert. Die Antifa, sogenannte, die, wie gesagt, die echten Antifaschisten, ich bin auch ein Antifaschist, drehen sich im Grab um und ich könnte im Kreis kotzen, wenn ich Leute sehe, die sich damit labeln, Antifa und in Wirklichkeit die Schlägertrupps, die moderne SA dieses Corona-Faschismus sind, die jeden fertig machen wollen. Und solche Leute denunzieren Andersdenkende, sagen, geht nicht, kauft nicht beim Corona-Kritiker, kauft nicht beim, geht nicht in die Kneipe vom Corona-Kritiker. Das erinnert mich an 1933, denn da hieß es, kauft nicht beim Juden und geht nicht zum Juden. Und jetzt sagt man, kauft nicht, hört nicht, geht nicht, spielt nicht, unterhaltet euch nicht bei Corona-Kritikern. Was ist hier los? Leute, die Sirene sollte dazu dienen, alle mal aufzuwecken und nachzudenken, zu hinterfragen. Hinterfragen, zweifeln und fragen ist das Rüstzeug eines mündigen Demokraten. In diesem Sinne, Druschbar heißt Freundschaft.